Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei Medieval Dynasty. So, ich saß schon wie auf Kohlen, dass ich hier endlich weitermachen kann. Ich wollte es schon seit einer Woche ungefähr produzieren, aber ich kam einfach nicht dazu, weil ständig irgendwas anderes dazwischen kam. Endlich wieder. Ich habe mich so drauf gefreut, hier weiter zu basteln und die Häuser weiter auszubauen. So, weil questmäßig würde ich sagen, das lassen wir einfach. Also ich lasse mal das Tagebuch, ich lasse alles, was hier ist, lasse ich jetzt einfach mal sein, kümmere ich mich jetzt nicht drum und mache hier weiter, weil da habe ich jetzt irgendwie am meisten Bock drauf. So, von daher, ich habe ja schon gesagt beim letzten Mal, es fehlt nicht mehr viel, dann können wir die Kräuterhütte ausbauen. Das sind, glaube ich, nur noch ein paar Punkte oder sowas. Ich kann mal ganz kurz nochmal schauen bei der Technologie. Bauhütte, Kräuterhütte, hier. Das sind 2500. Okay, also rund 70 Punkte sind es noch, die fehlen. Du wolltest eigentlich nachschauen, was du dafür brauchst. Tiere jagst, Fallen stellst und fischt. Okay. Naja, das sollte ja kein Thema sein, ne? Ja, gut. So, ich bin auch schon gespannt, wie die Reaktionen hier drauf sind, weil es sind zwar nur noch 2 Tage bis zu diesem Part, wo ich dann diesen Umbau mache, aber ich freue mich schon auf die Kommentare und würde sagen, wir legen jetzt, wo legen wir denn los? Legen wir hier los? Ich sammle mal noch ein bisschen Zeug ein, weil wir brauchen echt so viel Mats. Und das Sammeln ist ja auch nochmal hilfreich. Wegen der Skillung. So. Hier haben wir den Weg hoch zur Jägerhütte. Hier wohnen die Jäger. Hier, ne? Jäger. Jawohl, Jäger. Dann würde ich jetzt gerne das Ganze hier genauso machen wie auf der anderen Seite drüben mit einem Zaun, der hier so ein bisschen an der Felswand hier entlang geht. Den Baum möchte ich stehen lassen. Ich bin immer fleißig am Sammeln, also nicht wundern. Ich möchte einfach ein bisschen schneller auch vorankommen, was die Skillung angeht. So, Jäger, Jäger. Der Jäger sollte seinen Eingang vielleicht hierher bekommen, würde ich sagen. Dann setzen wir doch heute mal zuerst ein Türchen. Die Holzgatter sind immer so groß, ne? Die Dinger sind immer so riesig, finde ich. Nein, falsch. Muss wieder reinkommen. Ne? Ich merke schon. Die Lattenzaun-Dinger gefallen mir immer noch am besten. So, würde ich jetzt mal da hinsetzen. Nimm den Hammer mal in die Hand, weil dann siehst du das nämlich auch. Dann würde ich jetzt mal sagen, wir schauen, dass wir den normalen Lattenzaun... Das ist der Holz... Niedriger Bretter. Hier, Lattenzaun. So, von hier anfangen haut wahrscheinlich wieder nicht so schön hin, ne? Von daher würde ich mal sagen, ich probiere das mal, wie weit ich hier... Oh, kann ich das so weit hochgehen? Nur wie schaut es aus, ne? Wenn ich hier mit dem Zaun anfange. Und vor allem, jetzt ist rot, ne? Okay, das haut nicht so ganz hin. Ich kann natürlich das probieren, wenn ich... Hier habe ich ja noch rot. Grün. Kann ich bis ran? Oh, das geht sogar. Cool. Ja, haut nicht ganz so hin mit der Tür, aber ist schon okay. Okay. Finde ich in Ordnung. Vielleicht mache ich die Tür doch nochmal weg. So, probieren wir es nochmal. Stock, Brett. Nein, hier, das. Jetzt allerdings gedreht. Wie weit kommst denn du an den Baum ran? Vielleicht kann ich den Zaun dann ab da ziehen. Dann gehen wir nämlich hier so ein bisschen drumrum. Jack, Bretterzäune, Lattenzaun. Das wäre jetzt cool, wenn das so hinhaut.
Ja, da bin ich schon wieder zu weit weg. Ich bin schon wieder weiter weg, als ich gerne möchte. So, der Weg kommt aber hier rum, ne? Jetzt würde ich sagen, wir haben hier dieses Grundstück. Wir können ja mit dem Bretterzaun im Grunde hier anfangen. Vielleicht mache ich da auch noch zusätzlich dann einen Steinzaun wieder zu. Mal schauen, habe ich ja schon öfters gemacht. Bleib mal hier. Mal hier so ein bisschen nicht gerade. So, gucken wir mal, wie weit wir hier hinkommen. Nein! Oh, verdammt, ich bin mit der Maus gegen die Tastatur gekommen. Ich hasse das, wenn das passiert. Na, mach ich's nochmal weg? Ich würde sagen, ja. Ihr kennt mich ja, ne? Ich bin da ein bisschen penibel. Ich muss bloß mit meiner Maus weg von der Tastatur. Nee, geh halt jetzt nicht immer aufs Falsche. Mensch, reiß dich mal zusammen. Nee, auch nicht. Bretterzäune, hier. Da waren wir. Ja gut, da geht's. Da geht's. Ich habe jetzt gehofft, dass ich auf jeden Fall nah rankomme. So, schauen wir mal, wie wir da hinkommen. Vielleicht, wenn ich jetzt halt hier ein Stück Zaun ziehe, ein bisschen nach vorne. Einen kleinen Tick. Oh, du hast Hunger, ne? Okay, und grün. Ja, gut. Gut. Passt mir. Das passt mir. Dann wäre das hier eben der Eingang zum Häusle. Hier hätten wir eine schöne Grundstückstrennung, sag ich mal. Ich glaube, hier bekomme ich ja kein Haus mehr hin. Ne? Das habe ich, glaube ich, probiert. Aber ich probiere es jetzt nochmal. Weil da irgendwie was im Weg ist. Also sei es der Baum oder... Ja, ist ja in Ordnung. Dann ess halt mal was. Achso, du hast gar nichts, ne? Dann lass uns mal in den Nahrungsschuppen gehen. Dann können wir eh gleich einmal noch am Brunnen vorbeigucken, ganz kurz. Schluck Wasser. Servusle. Trinken. Entschuldigung. Das wieder ran. Karnickel. Schauen wir mal, was drin ist im Lager. Fleisch, 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 Fleisch. Was? Gar nichts. Okay, dann nehmen wir hier mal den ganzen Schwung Fleisch raus, weil dann kochen wir nämlich jetzt halt einfach mal ein bisschen Fleisch durch. Ich muss sowieso noch gucken, dass wir mal die Rezepte freischalten, dass wir etwas nahrhaftere Nahrung bekommen mit Buffs und so weiter. Und dass die dann eben auch was Besseres kochen können. Ne? Blub, blub, blub. Schön das Süppchen, wie es kocht. Obwohl wir gar keine Suppen kochen können, ne? Das gleiche mit dem Brot. Er ist am Brot backen, obwohl wir das Brot noch gar nicht frei haben. Ich möchte einfach auch ein bisschen einen Puffer noch haben, was die Körner angeht. Weil aktuell brauchen wir sie einfach noch für die Felder. Es wird ja eh schon Hafer und Trockenkorn verbraucht für Tierfutter. Essen. Jo. Passt. So, dann kannst du nämlich mal hier alles Fleisch reinschmeißen. Ich behalte mir mal 5 Stück einstecken. Ansonsten ist egal. Dreckig bin ich, aber bleibe ich. So. Mich würde echt interessieren, warum hier kein Haus hingeht, weil die Fläche ist doch im Grunde groß genug. Wir testen das jetzt mal mit Weg. Wenn ich jetzt da einen Weg ziehe. Okay, die Steine verschwinden, ne? Ne, nimm den Hammer in die Hand. Mach mal den Weg wieder weg. Das war jetzt nur ein Test, ob die Steine verschwinden. Weil wenn die Steine verschwinden, dann müsste eigentlich auch ein Haus hingehen, ne? Ohne Probleme. Schauen wir nochmal. Zack, zack, zack. Doch, hier. Direkt an den Weg geht's. Mach mal hin. Es wäre ja egal, ne? Weil die Tür kann ich ja auch versetzen.
Das wäre ja Wurst. Dann könnten wir nämlich hier nicht die Tür hinmachen, sondern die machen wir hinten hin. So wie bei dem Haus jetzt halt im Grunde auch. Du musst nur da vorne erst die Tür wegmachen. Also hier kommt dann Wand hin. Machen wir das auch gleich. So, warte mal, haben wir da Hammer? Jo. Oder wir machen die hier seitlich hin. Das ist auch noch eine Möglichkeit, ne? Aber auf jeden Fall nicht vorne am Weg. Das soll der Weg dann einfach entlang führen. Das heißt, wir können hier auch einen schönen Zaun ziehen. Vielleicht hier mit einem Eingang, der dann dahin führt. Und dann könnte man für das Haus den Eingang machen, hierhin vielleicht. Nicht ganz nach hinten, sondern daher. Und dann kann man hier hinten noch ein bisschen Garten anlegen. Ja gut, Garten anlegen ist so eine Sache, ne? Funktioniert ja nicht wirklich. So. Ja doch, das können wir schon machen. Ich gehe mal nach innen. Dann würde ich aber sagen, wir machen hier ein Fenster. Hier machen wir Wand. Dann machen wir hier ein Fenster. Und hier machen wir zwei Wände. Dann haben wir zwei Fenster drin, das ist doch okay. Das taucht doch. Wenn es mir doch nicht gefällt, dann kann ich es ja immer noch ändern. So, was habe ich jetzt vergessen? Ach so, da hinten noch. Der Stall ist freigeschalten. Ja, super. Super. So. Dann. Ich weiß nicht, ob ich mal mit so einem Zaun hier anfangen kann. Nur ein Stück. Nur die Frage, ob das gut ist. Nur so ein kleines Stück. Hier kann man ja wieder mit Deko arbeiten, ne? Was auch immer ich dahin dekoriere, keine Ahnung. So, dann kann man hier den Weg dann hinmachen. Was machen wir denn dafür? Einen Zaun? Die kann ich ja immer noch nicht machen, ne? Ach doch, ich kann es freischalten. Danke. Danke, danke. Wir können jetzt endlich mit Stein basteln. Steinmäuerchen machen. Du warst doch gerade grün. Schauen wir mal, wie ich das hinbekomme. Weil das Dumme ist, man sieht es ja hier an diesem grünen Ding, ne? Dieses Abgeschrägte. Das ist eigentlich nicht so eine Sache, die mir unbedingt gefällt. Ich mag das lieber, wenn es irgendwie so gerade ist, so wie am Anfang jetzt halt hier auf der linken Seite. Aber mal gucken, wie das hinhaut mit den... Mach zwei draus, bitte. Danke. Da können wir über den... Wenn ich dahin gehe, an die Hauswand, und dann können wir, ich hoffe zumindest, dass das gut ausschaut. So, atme, 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 jetzt müsste grün werden. Nein, da wird es grün. Ja, das taucht schon. Da sind die Türen aber wahrscheinlich zu breit, ne? Wir gucken mal, wie es ausschaut mit den Türen. Wenn ich jetzt halt hier so eine
so ein Bretterding hinmache. Puh. Da könnte es vielleicht gehen, ne, mit der Tür, genau in der Ecke. Also gut, ich muss es riskieren. Dann kommst du nämlich nochmal weg. Wir machen die Mauer fertig. Ja, taucht mir. So, dann ziehen wir erstmal einen Weg, dass der Stein hier verschwindet. Ich glaube, das ist gut. Jo. Das ist gut, das gefällt mir. Ist zwar auch ein bisschen Abstand, aber das stört mich jetzt halt ehrlich gesagt nicht. Da passt es mir. So, jetzt möchte ich mal testen, ob ich den Flechtzaun eventuell hier noch mit hinbekomme. Komm, du warst doch gerade grün irgendwo hier. Vielleicht setze ich die Tür auch nochmal um. Könnte schon sein, dass ich die nochmal umsetze. So, hier bist du grün. Und vielleicht kann ich auch da vorne anfangen. Da bist du rot, da bist du grün. Okay, das geht. Bis wohin kann ich dich ziehen? Manchmal würde ich mir wünschen, er würde nicht atmen. So. Probieren wir das gleich nochmal hier. Ich hoffe zumindest, dass das hinhaut. Jo. Da taucht mir. Da taucht mir. So genau schaut man da eh nicht hin, wenn man hier vorbeiflitzt. So, jetzt möchte ich noch was probieren. Das habe ich nämlich auch schon öfters gemacht. Da ist jetzt allerdings die Frage, ob ich das so hinbekomme, wie ich das möchte. Die überlappen natürlich wieder ein bisschen. So war es ja eigentlich schon immer. Ja. Mag ich. Okay, jetzt schaue ich mal, ob ich das hier genauso hinbekomme. Darf ich nur nicht zu weit rauskommen. Aber ich glaube, das ist gut so. Yes! Das Einzige, was ich da oben drauf nicht stellen kann, das sind diese Blumenpötte. Aber ich glaube, Blumenvasen oder sowas kann ich da hinstellen. Ohne Probleme. Ja, cool. So wie ich es wollte. Im Grunde so wie ich es wollte. Wenn ich den Weg dahin gehen lasse. Ist halt immer gleich so viel, ne, was da weggeht von dem Gras. Yay. So, wir könnten dann auch gleich das Haus hier verputzen, würde ich sagen. Verputzen. Weil da habe ich ja wegen was. Tonbewurf habe ich auch noch ein bisschen. Wie viel das ausmacht, ne, das bisschen, das ist schon Wahnsinn. Nicht verputzen, sondern dekorieren, bitte.
Tür würde ich. Ach, ja, können wir mal die hier nehmen? Und die Lampe natürlich ran an die Tür. Hier kommt wie immer der Blumenkasten dann hin. So, was tun wir rein? Von mir aus das da. So, dann tun wir das mal öffnen. Hier können wir so ein Ding sie wieder hinmachen. Und da warten wir mal noch. Not superstitious, but I'm a little stitious. So, was mich jetzt halt mal interessieren würde, kann ich hier einen Baum hinpflanzen? Plantage. Es könnte funktionieren. Man sieht halt bloß leider nicht, wie groß das jetzt halt im Endeffekt ist, ne? Ich kann das jetzt halt nur ausprobieren. Ja, da bin ich, glaube ich, eins zu nah dran. Ja, das könnte jetzt so sein, dass der Weg stört. Machen wir mal den Schotterweg nochmal weg. Können wir wieder ransetzen. Die Ausrichtung ist halt immer, ne, direkt in dem im Kompass, also Nord, Süd, Ost, West. Wisst schon, was ich meine. Also jede gerade Linie, wenn man jetzt oben auf den Kompass schaut, West, ne? Also es läuft immer gerade zu den Himmelsrichtungen. So, da waren wir zu weit vorne, glaube ich, oder? Ja, da waren wir zu weit vorne. Da geht's. Okay, das ist gut. Dann hätten wir nämlich hier einen Obstbaum noch. Warte mal, was hast du? So ein Ding einstecken? So eine Hacke? Hacke, Hacke? Jetzt habe ich keine Hacke einstecken, ey. Verdammt. So ein Mist, so ein Mist. Schauen wir mal, was haben wir denn an Werkzeugen? Ah ja, gut. Nehme ich mal von der Bronzehacke raus, dann ist es doch okay. So, du kommst auf die 5. Wife rhymes with stripe. Coincidence? I don't think so. So, die 3 bitte. Dann machen wir hier den nochmal ganz kurz weg. Mache ich jetzt halt neu. Aus der Ecke hier raus. Und ich versuche den mal so weit rüber wie möglich zu ziehen. Ah, das ist blöd. Mist. Komm, werd halt grün. Danke. Ja, es geht schon, dann muss ich halt. Ja, dann muss ich halt dahin. Gehen wir dann noch ein Stück weiter? Wie weit geht's denn weiter überhaupt? Komme ich da ins Haus ran? Dass der Stein hier bleibt, das wäre interessant. Okay, dann hätten wir nämlich hier so einen Weg, der hier ein bisschen drumherum führt. Und hier muss ja dann eh noch Zaun her. Das ist alles ein bisschen eingebaut, ist ein bisschen verschachtelt ist und so weiter. Ja, ich glaube, das wird schon. Mein gut, die Nachbarn schauen hier direkt rein ins Grundstück, aber das ist ja egal. Man kennt sich ja, ne? Das passt schon. So. Dann kommt hier einer von den
neueren Bretterzäunen. Mein Lieblingsbretterzaun. Und dann komme ich da vielleicht genau auf das Ding. Das geht schon ein Stück, ne? Mal da habe ich noch zwei Teile, so dass ich zwei Teile habe auf jeden Fall. Und dann so weit rüber wie möglich. So, da ist dann die Frage, wie hoch komme ich hier? Okay, da komme ich bis dahin, aber ich kann wahrscheinlich nicht. Doch, ich kann weiterbauen. Ist nur die Frage, wie weit, ne? Cool. Können wir das ja alles hier schon ein bisschen zu den Felsen hinzumachen? Da wird es jetzt wahrscheinlich nicht so schön gehen. Da habe ich irgendwo grün. Wo ich da jetzt noch mehr grün habe? Nee, ne? Na okay. Aber das wäre ja schon mal etwas. So. Ich lege mich wieder ins Gästebett, wenn es okay ist. Okay, kein Gästebett frei, dann lege ich mich natürlich zur Frau. So, schlafen wir mal bis zum nächsten Tag, in der Hoffnung, dass dann auch immer noch schönes, schönes Wetter ist. Okay, dann passt's. Dann passt's. So, ist quasi der Hinterhof. Da kann man rein. Jetzt gucke ich mal, ob ich das hier noch irgendwie zumachen kann mit dem gleichen. Mit dem gleichen Zaun. Das wäre schon cool, wenn ich das hier ans Haus ranziehen kann. Ja, das ist gut. Das ist gut, das gefällt mir. So, ich habe extra ein paar Bretter hergestellt. Yes, das ist gut. Das gefällt mir. Wenn man da hinten durchlaufen, tue ich eh wahrscheinlich nie. Also ist das schon okay. Gut, dann haben wir hier. Hier die Tür. Das heißt, das gehört alles dazu zum Grundstück. Dann können wir hier mit dem anderen Zaun wieder weitermachen. Mit dem Lattenzaun. Da würde ich dann hier noch weiter entlang gehen. Jetzt gucke ich mal, wie weit ich da rankomme. Vielleicht kann ich ja da auch nochmal mit Stein arbeiten. So. Mal, wie breit wird denn die Tür sein ungefähr? Vielleicht ich ziehe es jetzt halt mal bis an das Haus ran. Ja, das ist gut. Und dann schauen wir einfach mal, welches von den Teilen am besten ist. Also, dass wir hier irgendein Stück rausklopfen. Da müssen wir allerdings gucken, welches Zaunelement hier von der Breite her passt, ne? Wenn nicht, dann nehmen wir einfach einen anderen Zaun. Hier ist so ein Stockgatter von mir aus. Du bist aber auch recht breit. Dann nehmen wir nicht das Stockgatter, sondern... Ach so, das ist auch so riesig, ne? Okay, man muss ja nicht immer jedes zumachen, oder? Also zwar schon hier den Lattenzaun, aber dass man dann einfach hier so ein Stück rauslässt.
das da zum Beispiel rauslassen. Dann ist halt da offen. Da haben wir den Eingang da vorne. So, das Ding hier raus. Und dann das einfach als offenen Eingang lassen. Wir müssen ja nicht immer überall eine Tür hinmachen, ne? Ich meine, die Dinger schauen schon auch toll aus, aber die sind halt auch so riesig, ne? Das ist hier für die Siedlung hier nix, würde ich sagen. So, dann probiere ich das jetzt auch nochmal mit dem Fels, mit dem Steinzaun. Wie weit komme ich daran? Vielleicht hier? Es wäre schön gerade und kann ich dann bis zum Haus ranziehen. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Oh, der ist richtig reingebaut, ne? Warte mal, hau mal darauf. Sieht man aber den Zaun schon gar nicht mehr, ne? Okay. Liebes Steinmäulchen, du musst noch mal weg. Nein, nicht den. Verdammt. Das hat ja auch passieren müssen, ne? Ah, mein, zum Glück kriege ich ein bisschen was an Material zurück. Jetzt kann ich bloß wahrscheinlich diesen Zaun immer dran ansetzen, weil. Naja, gut, aber wenn ich das ja eh mit Stein mache, dann ist es ja egal. Schau ich einfach mal, dass ich nur so ein kurzes Stück Zaun mache. So, vielleicht kriegen wir ja dann doch noch mal eine Tür noch dazwischen, aber ich möchte jetzt erst einmal den Stein noch machen. Also, zwar ran, aber nicht zu nah. Mal schauen, sehe ich das von oben? Oh ja, von oben sehe ich das wesentlich besser, ne? Komm. Ja. Das ist besser. Ich meine, das ist ja auch eine Geschmackssache, ne? Manche sagen, das gefällt mir überhaupt nicht. Mir gefällt es jedenfalls, wenn das so ein bisschen verbaut ist. Finde ich gut. So, dann probiere ich natürlich auch, das hier noch zu machen. Geh wieder auf den Zaun drauf, das siehst du es echt besser. Ich denke, das ist gut so. Und da ziehe ich jetzt mal bis zu dieser Wand hier. Dann wird der Zaun zwar ein bisschen mehr drin sein, aber das stört mich jetzt halt ehrlich gesagt gar nicht. Jo, das passt mir. Das ist gut so. Da haue ich vielleicht auch wieder einen Zaun weg, weil dann haben die Leute natürlich auch ein bisschen einen leichteren Weg und müssen nicht immer Ewigkeiten außen rumlaufen. Ja, doch, gefällt mir schon. So, jetzt probiere ich es nochmal mit der Tür, aber ich glaube, das hat sich nicht geändert. Nicht wirklich. Nee, aber es geht. Aber ich würde gerne, wenn da näher dran sitzen wollen. Vielleicht auf die Innenseite, drehe ich mal um. Hauptsache, das ist irgendwie in dem Stein drin, das würde ich gerne wollen.
Ja, das ist gut. Das ist gut. Yes. Gefällt mir. Doch, das gefällt mir. Da kann man dann auch so Fackeln oder irgendwas hinsetzen. Ja, doch. So, machen wir mal hier Türdeko. Zum einen eine andere Tür. Machen wir jetzt mal die hier. Und natürlich die Lampe. Hier machen wir jetzt mal dieses Regal hin. Ist ein komisch, was, ne, mit diesen Regalen hier außen, aber meine Güte. Machen wir mal das da. Innen können wir es natürlich auch noch dekorieren. Ist klar, aber. So, dann machen wir mal den Weg noch. Gehen wir einfach geradeaus drauf zu. Dann können wir hier vielleicht sogar noch mal einen Obstbaum herstellen. Müsste ja auf jeden Fall gehen. Vielleicht gehen da sogar zwei. Mal schauen. Wenn ich hier relativ nah ans. Ich darf nicht zu nah ans Haus, weil sonst geht es nicht wegen dem Dach. Vielleicht hier neben dieser Pflanze. Jawohl, da ist grün. Ah, und da ist rot. Das heißt, ich könnte, wenn es klappt, vielleicht hier noch um einen Punkt weiter hinter. Mal schauen. Also, na, das wird. Ach nee, ist sogar noch grün. Ja, cool, dann hätten wir hier sogar zwei Bäume. Das ist doch toll. Das ist toll, das ist toll. Nee, geh raus, geh auf die drei. Holen wir mal Setzlinge. Ich glaube, das Ledersäckchen müsste ich auch noch mitnehmen. Oder habe ich wahrscheinlich. Ach nee, habe ich sogar. Einfaches Säckchen. Dann brauchen wir. Wo sind denn die Setzlinge nochmal? Bäume, die Bäume, die Bäume. Oder haben wir, da haben wir gar keine mehr. Na gut, aber wir können hier auf jeden Fall noch welche pflanzen. Ich glaube, das ist nicht verkehrt. Hier dann eben noch einen Baum, keine Ahnung, von mir aus ein Kirschbaum. Hier vielleicht dann Apfelbirne oder so. Und wenn ich hier noch einen Baum hinbekomme oder zwei, dann wäre das auch nochmal cool. So, machen wir mal hier noch den Weg. Könnte sein, dass ich den wieder wegreißen muss, wenn ich die Bäume setze, aber das sehen wir ja dann, wenn es soweit ist. Okay, klasse. Dann soll es es für heute gewesen sein. Ich hoffe wirklich sehr, dass es euch gefallen hat. Lasst mir doch gerne ein Like da. Schreibt mir was in die Kommentare dazu. Nicht vergessen, ein Abo dazulassen, dass ihr keinen Part mehr verpasst. Und ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.